Liebe Leute, willkommen zu einer neuen gemütlichen Runde Atlas hier auf hoher See mit unserem Johnny und seiner Crew und der El Diablo. Wir haben gerade Kurs gesetzt in Richtung Süden. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Seht ihr so die Karte? Ja. Ich habe jetzt mal einfach nach Süden Kurs gesetzt, dass wir da auf diese Insel zukommen. Müssen wir ein bisschen im Blick behalten, dass wir auch tatsächlich in diese Richtung fahren. Und vor allen Dingen müssen wir gucken, wenn wir irgendwo einen Wal oder ähnliches sehen. So, wir müssen aber unser Schiff auch aufwerten. Autopilot Schiff, alles klar, das wollen wir nicht. Ich will Schiffoptionen, die Schiffseigenschaften. Wir gehen natürlich wieder auf Robustheit. Dass unsere Nussschale hier ein bisschen robuster wird. Ansonsten macht die Crew momentan alles. Die Charlotte steuert gerade die Kiste hier. Und wir beobachten. Ja. Also es ist Gemach, ne? Es ist schön gechillt jetzt hier. Aber uns ist kalt. Uns ist kalt. Und Johnny muss was essen, sehe ich gerade. Okay, komm. So, dass wir unsere Vitamine da mal wieder ein bisschen hochkriegen. Ja, Johnny, ich weiß, dir ist kalt. Pass mal auf, ist dir immer noch kalt, wenn wir hier reingehen? Nö, da ist dir dann nicht mehr kalt, ne? So, noch ein bisschen was essen. Und noch einen Schluck Milch hinterher. Und schon läuft die Geschichte. Sehr schön, dann trinken wir noch was. Momentan sehe ich auch noch keinen Wal, das ist gut. So. Da vorne ist die Insel in Sicht. Ich sehe sie schon. Traumhaft. Traumhaft. Und wir müssen natürlich an der Stelle von der El Calito müssen wir uns natürlich auch noch umschauen. Ist ja ganz klar. Ja, Johnny, jetzt komm, jetzt stell dich nicht so an. Stopp. Da ist eine Kiste. Und die holen wir uns natürlich. Johnny, auf geht's in den Taucheranzug. Haha. Wir haben einen Schwertfisch. Zwei Schwertfische. Oh, das könnte auch ein Thunfisch sein. Aber wir wollen ja eigentlich nur diese Kiste haben. So, ach so habe ich mir das vorgestellt. So ist das geil. Oh nein, ich komme hier nicht weiter. Aber die machen hier nichts, oder? Nicht weiter, ne? Verdammte Hacke. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr was seht, ne? Weil es so scheiße dunkel ist. Ich schwimme hier die ganze Zeit immer lustig rum. Und hab keine Ahnung, ob ihr was sehen könnt. Okay, dann müssen wir so rüberschwimmen. Wir sind tatsächlich unter Wasser. Schneller wie über Wasser. Verrückt. So, okay, Johnny, komm, pass auf, du brauchst mal jetzt hier ein bisschen wärmere Kleidung, glaube ich, sagen sie. Nee. Das kannst du erstmal wieder wegpacken. Das können wir anziehen, wenn wir an Land gehen. Wir wollten es uns ja bloß mal anschauen. Und du ziehst jetzt mal wieder deine Pelzsachen an. Dass du dir hier keinen abfrierst. Zack. Und das noch. Und Pelzhose, nicht die Rüstungshose. Und das. Und das. So, jetzt bist du wieder kuschelig eingepackt. Und ich will jetzt diese Kiste haben. Schwimm, Johnny. Schwimm.
Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Also da bin ich auch mal gespannt auf eure Kommentare, ob ihr sagt, ja, wenn da Kisten sind, kannst du auch nach Wracks tauchen. Oder ob das tatsächlich so sein muss, ne, wie, wo wir gesehen haben, wie unsere El Calito unterging. Oh, da sind noch 4 Golddinger drin, schade. Dass da wirklich so Bretter auf dem Meer rumschwimmen müssen. Das könntet ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben oder auch auf dem Discord oder wo auch immer. So. Ah, wir haben die Kiste geholt. Und dann geht's weiter. Oh, ich hab da unten was gesehen. Oh. Ah, fuck, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, verdammte Scheiße. Schießt auf den, schießt auf den. Fuck, 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 fuck. Geh doch da hoch jetzt, Johnny. Och, Leute, nee. Oh, das darf nicht wahr sein, oder? Das darf doch nicht wahr sein jetzt. So ein Kackvieh, oder? So ein Kackvieh. Wo ist denn der Hai? Musik, ne? Der ist hier jetzt noch irgendwo. Sehen nicht, ne? Da ist er. Och, komm schon, du Fuckvieh, Alter. Boah. Alter, Digga. So, 17 Goldmünzen. Das darf echt nicht wahr sein, oder? Die kommen auf einmal aus dem Nichts. Gibt's eigentlich auch so Harpunen oder sowas? Hab ich schon wieder die falsche Hose an, ne? Ja. So. Wo ist denn der Hai? Ich sehe die halt so auch gar nicht, sonst könnte ich mal draufballern. Okay. Autopilot. Global Headings. Wir wollten nach Richtung Süden. Der Insel da entgegen. Das nächste Mal müssen wir einfach näher an die Kisten ranfahren, dann passiert sowas nicht mehr. Haha. Ja, Leute, also, wie gesagt, wir schwimmen hier schön. Ich hoffe, da vorne geht wieder was unter. Oh, schön sieht's aus. Guck dir das an. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu dieser Insel da unten. Das ist ja der erste Anlauf. Seht ihr die eigentlich? Hier, so seht ihr sie besser, ne? Tja, und die El Calito. Nach der müssen wir Ausschau halten. Aber ich traue mich da ehrlich gesagt momentan nicht, gar nicht wirklich hin, ne? Ich traue mich da wirklich gar nicht hin. Schiffsoption, zack. Und auf... Robustheit verlangsamt das Sinken von Schiffen. Die Resistenz leveln wir mal hoch. So, es wird langsam wieder hell. Und unser Ziel ist auch in Sicht. Ist die Lampe extra mal ausgelassen, ne? Dass so ein bisschen die... Oh, in 2,7 Stunden wollen die schon wieder Geld verdienen hier. Ja, aber an dieser Insel werden wir auf jeden Fall das erste Mal Halt machen. Die gucken wir uns an. Was heißt denn da hier? Intelligenzboost. Ah, alles klar. Da ist schon wieder eine Kiste. Kann ich dich da auch anziehen? Und folg mir mal bitte. Kann ich auch Wandern aktivieren? Läuft die dann durch die Gegend? Folgeabstand mittel, ne, Verhalten. Folgeabstand niedrig.
Behalten. Ich weiß, ich habe da wieder irgendwas aktiviert, ne? Ja. So, komm mal mit. So, hier bleibst du stehen. Kehrst ein bisschen. Ne? Ich übernehme mal. Ah, jetzt geht's, Leute. Guck mal, jetzt geht's. So. Darüber wollen wir. Genau. Alter, da muss man sich jetzt aber auch... Ja, lässt sich ein bisschen lenken wie ein Panzer, das Ding. Ja, ist ja gut. Ich will eigentlich nur da drüben die Kiste. Die will ich nach Möglichkeit jetzt mit Taucheranzug rausholen. So. Hervorragend. Hervorragend, Leute. Es läuft doch, Alter. Ich freue mich. Zack, in den Taucheranzug und dann hinein. Dann können die Haie gerade machen, was sie wollen. Sechs Goldmünzen wieder. Naja, immerhin. Und wenn ich jetzt hier tauche, wahrscheinlich nicht, ne? Wo ist denn die El Diablo? Hier. Aha. Ist halt sau dunkel. Man sieht halt nix, ne? Nix. Na gut, das heben wir uns dann tatsächlich mal für was anderes auf. Aber hier scheint jetzt auch nichts zu sein. Also ich gehe nur noch ins Wasser, wenn ich mit Tauchanzug hin kann. Anders macht es ja nicht keinen Sinn. So, einmal hoch. Ha, da laufen wir im Tauchanzug. Jetzt ist der kalt, ne? Ja. Dass er das aber nicht wieder automatisch anzieht, ne? Das ist auch ein bisschen nervig, dass man ihn dann jedes Mal wieder anziehen muss. So, guck, jetzt ist wieder mollig warm, ne? Sehr schön. So, wir übernehmen mal selbst das Steuer. Denn es soll ja zu dieser Insel gehen. Sehr schön. Wo legen wir den da am besten an? Noch da, wo wir drauf zufahren, würde ich sagen. So. Mal bloß gucken, dass wir da jetzt wieder nicht in so geringe Fahrwasser kommen, aber ich würde sagen, wir können da direkt doch mal auf den Berg da drauf, ne? Jo, das bietet sich doch an. Vielleicht mal ein bisschen beidrehen. Sehr schön. So Leute, ihr merkt es, ne, ich bin voll am Konzentrieren, dass wir hier nirgends dran fahren, dass uns keiner folgt, dass wir keinen Hai irgendwo erwischen, keinen Wal vor allen Dingen. So, aber hier wollen wir an Land gehen. Sehr schön. Und wie? Zack. Anker geworfen. Euch geht's gut? Warum hast du denn jetzt hier kein Essensding über dem Kopf? Kannst du mir das mal sagen? Ach, jetzt. Alles klar. Ansonsten geht's euch gut, ne?
wenn ihr das sagt. Okay, Leute. Dann machen wir doch hier unseren ersten Ausflug. Neue Insel. Wir nehmen auf jeden Fall mal zwei Kletterhaken mit. Ich würde mich gerne umziehen und zwar diese Plattenrüstung jetzt anziehen. Das können wir hier reinpacken. So, lasst mal schauen. Ja, momentan die Geschichte an. Da würde ich sagen, die Plattenhose an. Das an. Die Plattendinger. Plattenhandschuhe. Und den Helm. So, so gehen wir jetzt auf die Insel. So gehen wir auf die Insel. Haha, sau gut. Dann können wir hier wieder ein bisschen was reinräumen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Die Strickleiter sollten wir noch anbringen. Das können wir hier rüberpacken, das auch. Die zwei Sachen. Den Fisch. Ach, wir haben noch genug Milch. Das können wir rüberpacken. Bier. Feine Geschichte. Das Geld lassen wir da, das lassen wir da. Die Handschuhe lassen wir da. Die Teile bleiben hier. Okay, wir haben jetzt dabei. Okay, komm, lasst uns hier noch wenigstens das Gewehr mitnehmen. Mit den Kugeln. Und das Gewehr legen wir auf die 4. Und die Lampe auf die 5. Und ein bisschen Wasser sollten wir uns vielleicht noch mitnehmen, oder? Wo haben wir denn den Wasserkrug? Auf der 6, oder? Ja, auf der 6. Vielleicht finden wir ja auch auf der Insel ein bisschen Wasser. Passt. Ja, wunderbar. Pünktlich zu Tagesbeginn, 7.09 Uhr. Würde ich sagen, erkunden wir die neue Insel. So. Lasst uns mal auf die Karte gucken, dass wir sehen, wo wir sind. So, hier. Also, die Insel ist es. Und wir wollen ja da unten weiter ins Süden an die zwei anderen Inseln. Das ist ja das Hauptziel, ne? So, Waffe ist geladen. Dann wollen wir mal. Habe ich jetzt eigentlich Kletterhaken dabei? Ja. So, da haben wir wieder so eine Tropeninsel mehr, ne? Ist auch mal wieder schön, jetzt ein anderes Biom zu sehen, finde ich. Obwohl wir ja aufpassen müssen, ne? Schlangen und Gedönse. Da kommst du dir wirklich vor wie so ein Entdecker. Kommen wir da hoch? Nee, pass auf. Dann legen wir auf die 6. So. Ah ja, natürlich kommen wir da hoch, alle. Okay. Schön der Sonne entgegen. So. Ich halte jetzt hier natürlich auch ein bisschen Ohren offen, weil Schlangen hört man ja. Wir erinnern uns. Auch das haben wir schmerzlich lernen müssen. Hier ist nichts. Sagen wir, laufen mal nach da hinten. Ich habe auch noch keine, außer Hühner noch keine Tiere gesehen, ne? Doch, da vorne ist eine Giraffe. Ich würde aber gerne hier hoch, wenn ich ehrlich bin. Von oben hat man halt die beste Aussicht. War schon immer so. Aha, guck mal. Schön. Okay, uns ist heiß. Johnny, komm, dann gehen wir ein bisschen in die Kühle. Wir müssten vielleicht mal ins Wasser springen. Ne? Das wäre auch sinnvoll. Könnten uns eigentlich auch hier mal direkt abseilen.
So, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich, Johnny. So, auf der Insel scheint aber nicht allzu viel zu holen zu sein, ne? Eher alles so ein bisschen mau. Was ist das? Was ist denn das? Kokosnuss, ja. Wir wissen, was das ist. Das ist Nashorn. Und zwar eins, was hier gekämpft hat. Level 2. Wir haben es nur von seinem Leiden erlöst. So. Ein Nashorn haben wir gekillt. Können wir Vorräte aufstocken, ne? Knochenmark kriegen wir da raus. So, und was war das hier? Das war mal ein Tiger. Alles klar. Ja, doch gut, dass wir hier so eine... Also, Tiger gibt's. Kommen wir denn hier nicht hoch? Na, hier kommen wir nicht hoch, ne? Was ist denn das für ein Dreck? Ah, so geht's. Alles klar. So, da haben wir eine Giraffe. Was bist denn du für ein Level? Dich hätte ich ja auch gerne mal irgendwann gezähmt. Was braucht man denn für dich zum Zähmen? Will's nicht wissen. Ob wir hier wirklich irgendwas Interessantes finden auf der Insel? Ich glaube es ja eher weniger. Da vorne ist ein Stein, da können wir mal abbauen. Gucken, was das ist. Zinn! Nehmen wir mal mit, weil, ich muss auch ehrlich sagen, durch den Schiffbau habe ich jetzt unser komplettes Metall zu Hause verballert. Ich habe nicht einmal holen müssen, aber jetzt ist auch nichts mehr da. Boah, was war denn das? Weiß kein Mensch, ne? Wir nehmen mal ein bisschen mit, kann ja nicht schaden. Auf dem Schiff können wir sicherlich auch gebrauchen. So. Um Sachen zu reparieren und so, ne? Da ist eine Kuh. Hallo Kuh. Ob es hier irgendwas Interessantes gibt, Leute? Kokosnuss hier. Ah ja. Komm, wir gehen mal da runter. So. Oh. Was sehen meine Augen denn da? Zuckerrohr. Da nehmen wir natürlich mit. Das können wir gebrauchen. Moment, aber wir haben doch hier was. Ach nee, meine Sichel habe ich tatsächlich auf dem Schiff gelassen. Okay, dann müssen wir so ein bisschen pflücken. Aber bei Zuckerrohr sagen wir nicht nein. So. Das finde ich halt immer super bei den Spielen, ne? Diese Entdeckungsreisen, die du da machen kannst und... Ah, saugut. Da holen wir uns jetzt ordentlich Zucker ran. Ob es hier auf der Insel schon Edelsteine gibt?
Was nicht schlecht wäre, wäre vielleicht Petersilie. Aha. Und die nehmen wir noch mit. Wie viel Zuckerrohr haben wir denn jetzt? Oder wie viel Zucker? 300, das reicht doch, komm. Das reicht doch erstmal. So, wenn wir jetzt schon mal hier unten sind, springen wir jetzt zuallererst mal ins Wasser. Weil was ich noch nicht... Was war denn das? Ein... Da vorne ist das Meer. Ich kann es sehen. Johnny muss eigentlich kaputt gehen unter seinem... Unter seinem Fuß. Helm. Fuß. Vor lauter beobachten, Alter. So, pass mal auf, Johnny. Du springst jetzt mal hier lässig ins Wasser. Zack, guck. Bist du nass? Jetzt geht's dir besser. Und wir gucken mal, was hier noch so an der... An der Küste so ist. Was ist denn das? Schwefel. Das haben wir ja auch zu Hause genug. Ja, aber viel scheint es jetzt hier auf der Insel auch nicht irgendwie Spektakuläres zu geben, ne? Ein Geier. Bei ihm könnten wir jetzt hier, das verdorbene Fleisch geben, von dem wir so viel haben. So, mal kurzer Blick auf die... Wo sind wir denn gerade? Ach, wir sind hier. Da vorne ist die El Diablo. Wenn wir jetzt hier hochlaufen, müssten wir nicht direkt hinkommen. Ja, ich würde sagen, hier gibt es jetzt gar nicht so viel Spektakuläres. Wir haben jetzt ein bisschen Zucker rangeholt, das ist gut. Haben wir jetzt schon 12 Uhr, ja. Was ist denn das hier? Gealtertes Holz, interessant. Schweine haben wir hier noch. Ja, aber mit. Wie so eine Schatzkarte. Komm. Noch ein bisschen Wildreis mitnehmen. Die Versorgungs. Dass kein Versorgungsengpass entsteht, ne? Aber ich denke, wir sind eigentlich gut gerüstet für eine Reise. Was so Essen und Trinken und so weiter angeht. Dann ist das doch hier aber Süßwasser, oder? Oder... Nee, das kann kein Süßwasser sein. X3 sind Salzwasser, ernsthaft? Das ist ja auch Schwefel. Jo. Da oben müsste die El Diablo sein. Ja, ich weiß, dir ist heiß. Stell dich doch nicht so an. Okay, Leute, dann gehen wir zurück zur El Diablo. Dann kann ich diese Folge auch beenden. Dann machen wir uns auf den Weg zu unserem Hauptziel. Und das ist ja eigentlich unten die Insel, die als nächstes kommt. Da soll es ja laut euch Edelsteine geben. Und die brauchen wir. Und das ist auch unser erstes Ziel, Edelsteine abbauen. Ich gehe mal lieber an Land, bevor hier wieder ein Hai kommt. Und ich am Ende sterbe, laufen wir auch in die richtige Richtung. Ja, sieht gut aus. Da vorne müsste die El Diablo kommen. Unser treues Schiff. Und dann gehen wir erstmal was trinken und essen. Und dann geht's weiter Richtung Süden. Auf die andere Insel. Und wenn wir da angekommen sind, bin ich auch was glücklicher. So, wir nehmen aber eine Kokosnuss mit. Haben wir für die Kronen ein bisschen was eingesammelt, wa? Zack. Da ist noch eine Kokosnuss.
Ja, ich weiß, der ist heiß, ist doch alles gut jetzt. Hör mal auf und stell dich nicht so an. Das ist noch eine Schatzkarte. Das ist halt auch schade, dass wir die nicht machen können, ne? Weil sobald ich eine Schatzkarte öffne, spitzt mir das Spiel ab. Das ist ein bisschen schade. Aber nun gut, so ist es halt. So, was wir jetzt aber noch tun könnten, wir haben ja die Strickleiter dabei, die setzen wir jetzt mal noch. Ich auf die 6. 6 und zwar packen wir die hier hin. Ja, okay. Da muss dann aber nur eine andere hin, ne? Naja, wir kommen trotzdem rein. Und backen fest. Ne, da müssen wir noch ein paar bauen. Hilft nichts. Wir müssen bloß darauf achten, dass wir die hinten nicht runterlassen. Dass wir die hinten nicht hochlassen. Ansonsten kommen wir ja über die hoch. Okay, liebe Leute, dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge. Dann geht's weiter. Wir müssen weiter Richtung Süden. Und dann sollten wir eigentlich direkt auf die andere Insel kommen. Und dann geht's auf die Suche nach Edelstein. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.